Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Rise of the Republic mit den Römern. Uns wurde letztes Mal die 501. glaube ich vernichtet. Deswegen bauen wir die jetzt hier auf. Ich glaube, wir werden diese da dann auch mal angreifen, die mögen uns auch überhaupt nicht. Aber wir haben ein 1300. Ist schon nicht schlecht. Aber ja, okay, wir bekommen 1100 jetzt. So. Oder wir machen zuerst die... Die Taras fertig. Ja, von hier können wir ja auch mit dem das Ende des Let's Plays langsam hier aufräumen. Ich warte noch kurz auf die 501., bis die wieder da ist. Ach, stimmt ja. Ah, okay. Der ist jetzt nach hier gelatscht. Dann latsche ich mal nach da. Ah, verdammt. Hier wird es dann nächste Runde ein bisschen Probleme geben. Warte. Ich kann ja die da alle wegtun. Weil die bauen wir dann eh erst nächste Runde. Dann öffentliche Ordnung. Bisschen Money. Hier. Sehr schön. Gut, was machen wir mit den Abtrünnigen? Der hat hier jetzt schon eine Full-Stack-Armee aufgebaut. Aber der kann auch nur die normalen Einheiten, ja, wie ich, rekrutieren. Ich kann da auch hier hingehen und plündern. Hier könnte ich den da aufstellen. Und hier gleich auch mal. Achso, ich habe ja jetzt kein warte mal. Dann machen wir das da weg. 1000 habe ich noch. Das da können wir auch mal kurz wegmachen. Dann können wir hier auch wieder... So. Okay. Das da bauen und dann unterstützen wir den. Super. Die nächste Runde. So. Taras, was machst du? Was macht Taras? Schiffe fahren. Noch eine Füße. Aha. Oh. Wieso geht der so tief rein in mein Alter? Da kommen die jetzt langsam. Ja. Interessant. So, warum geht er mit seiner Fullstack-Armee zwischen zwei Ländern von mir? Ja, der geht außenrum, ne? So habe ich es gern. Wir könnten die ein bisschen dezimieren. Also der hat sehr viel Fernkampf. Also vor. Ja, nee. Ich glaube, ich kann es gewinnen, weil er die nicht benutzen kann. Ich kann nicht gewinnen, weil er den krassen General hat. Aber trotzdem kann ich es ziemlich dezimieren. Ich will gar nicht so die Einheiten dann wirklich aufreiben. Weil das müssen dann, das macht dann meine Fullstack-Armee, damit die ein bisschen mehr Erfahrung bekommt. Aber trotzdem so ein bisschen... Also die da kann er alle nicht benutzen, ne? Das ist halt schon heftig.
Vor allem Nebel. Er hat echt ausgewählt, dass es Nebel gibt. Das nenne ich mal mutig. So. So, einmal den da in der Mitte. Die beiden außen. So. Dann Le General mit diese da. Kommt hier sie da. Und die kommen hier hin. Ja. Dann komm mal her. Das Gute ist halt, dass alle meine Einheiten wirklich Fernkämpfe haben. Also beziehungsweise einen guten Charge. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Die fallen schon auseinander. Unser General wird angegriffen. Na, ich habe halt auch Sperre, ne? Vor allem Speere sind halt sehr Wir haben die viel, versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. sehr, sehr viel besser als Steine jetzt. Also die haben natürlich viel mehr Durchschlagskraft. Sardische Bogenschützen. Ja, die sardischen Bogenschützen sind schon, die Wir haben haben die versteckten super feindlichen viel Einheiten entdeckt. Reichweite. Das ist echt heftig. Die haben wirklich krass viel Reichweite. Wollt ihr nicht schießen? Ah, jetzt schießt er ein bisschen. Hier geht's gut. Ah, naja, nicht ganz so gut. Ah, die haben jetzt Raserei an. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Okay, jetzt ist gerade anstrengend, das ist gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das Problem ist, die können nicht dahin schießen, weil die schießen so und die schießen so. Und da sind eben die Häuser im Weg. Ist schon mal gut, dass der wankt. Das ist nicht gut, dass der wankt. Das ist gut, dass der wankt. So, volle Kanne draufhalten. Das sieht gut aus, das sieht schlecht aus. Die Männer wanken. Wieso ist, hat der sich wieder einbekommen? Naja. Unten, ja. Sehr gut, schnell weiter.
Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, in die Seite preschen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja. Letzter Aufstand. Und dann... Die Speerkämpfer sind ziemlich, ziemlich ordentlich. Vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. Und die sowieso mit den heftigen Bögen hier. Gut. Aber, ja, war gar nicht so wenig. Ja, okay, 500 haben wir ja besiegt. Ja, 70. Ja, 80. Ja, war in Ordnung. Ja, die Bogenschützen halt. Also ja, gegen die Bogenschützen ja, komme ich halt nicht wirklich an. Also vor allen Dingen, er hat es gut gemacht, dass er wirklich von beiden Seiten angegriffen hat. Also von einer Seite wäre es einfach gewesen. Okay, 3 habe ich vernichtet. Aber ja, der ist ja jetzt mit... Ja, der ist jetzt weg. Der ist jetzt weg. So, jetzt wundere ich mich, was die Abtrünnigen da machen werden. Gold ist ein Geschenk, das viele zu schätzen wissen, und wir sind sicher, ihr werdet es ebenso tun. Ich will, dass du Klientelkönigtum von mir wirst. Aber das wird er nicht. So, verwundet. Treuer Untertan wurde von der. Ah, krass. Forschung abgeschlossen. Ständekämpfe. Ihr mögt die Entscheidung, weitere Skythen herbeizuschaffen, nur getroffen haben, um die Plebejer zu ärgern. Doch so funktioniert das nicht. Sehr zur Zufriedenheit der Patrizier lernen die Plebejer schrittweise den Fremden zu schätzen. Die Fremden zu schätzen. Alle scheinen zufrieden, was wirklich äußerst selten vorkommt. Ja, cool. Das ist auch selten, dass das dann so gehandhabt wird. So, gut, dann kommst du mal hier rein. Ja, das können wir jetzt automatisch machen. Wir müssen aggressiv vorgehen, wegen seinen... Einheiten halt. So, der plündert immer noch freundlich weiter. 4000, das ist zu viel. Die brauche ich halt nicht mehr. Ah, warte mal. Krass, ich kann jetzt alle hochleveln. 14.000. Eieiei. Warte, das mache ich dann. Schau mal, der ist mit Gewaltmarsch hier rein. Und ich kann den nicht aufhalten. Das ist doch mal. Das ist wirklich wunderbar. Warte, dann schütze ich mit dem den Eingang. Ja, und mit dem gehe ich hier hin. So, dann werde ich 500 Erste weiter ausbauen. Du gehst mal hier hin. Und du brauchst jetzt, genau, Triarii. 4, 5. Prinzipiell sind auch gut. Nahkampfabwehr. Die sind ein bisschen besser. Egal. Und 4 Fähigkeiten. Gut. So, du.
Bis ich alle Einheiten wieder hochgelevelt habe, beziehungsweise hochgeschraubt habe mit den damit hier Stufe, also Rüstung und Waffenstufe 3, da brauche ich einige 100.000. Wohlstand ist auch immer gut, ne? Öffentliche Ordnung. Plus 3 Nahrung. Dann würde ich sagen, mache ich hier den Markt. Ah. Nee. Warte. Dann. Wohlstand. Oder. Ich mache hier weiter. Verschleiß, Munition bei Belagerung, nee. Rekrutierung von Söldnern. General, Kriegsgefangene. Okay, dann mache ich mal den General. Weil Kriegsgefangene sind auch immer super. So. Das Krasse ist halt einfach, dass ich die mit dass ich die in Silber rekrutiere. Stufe 4 ist das. Das ist nicht schlecht. Gut, jetzt kann ich die bauen und jetzt bin ich auch fertig. So, dann hoffe ich mal, dass die sich jetzt batschen. Weil, oder, was? Warte mal. Der kommt mit einer Fullstack-Armee und hat eigentlich keine Chance. Und trotzdem greift er an. Also, interessant. Das ist so interessant. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Fullstack-Armee von ihm so schlecht ist. Weil das sind ja eigentlich... Ich weiß nicht, was für eine Einheit das ist. Also, die scheint mir auf jeden Fall keine späte Einheit sein, zu sein. Die haben wahrscheinlich Fernkampf. Die haben halt keine Rüstung. Okay. Sehr interessant. Ich könnte mich einbunkern. Ich könnte ihn aber auch erwarten. Ich glaube, ich erwarte ihn hier. Triarii ist immer super. So. Die können ja hier aufstellen und dann hier landen, während sie während hier gekämpft wird. Genau, zuerst Feles. Steinschleuderer hier hin. Die da kommen dann in den Rücken rein. Der hier hin. Und die beiden hier hin. So und so. Das da ist zu klein. Der Quadrat. Oder ich könnte mit den Schiffen sogar versuchen, ihm in den Rücken zu gehen. Hahaha. So, ein bisschen Vorsprung. Dann kommen die Pferde. Wir erwarten eure Befehle. Bereit zum Einsatz.
Unser General wird angegriffen. Steinschleuderer! Ihr braucht nicht mehr zu kämpfen. Okay, bis die wieder da sind. Warte mal, ich hol mal doch die Prinzipiers. Die gehen zurück. Ach krass, der stellt sich sogar so auf. Nicht schlecht. Jetzt habe ich vergessen, die wieder zu akzeptieren, zu anzumachen. Wieder zurück. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die können nicht so weit rein, damit die schießen können, oder? Gut, dass er nicht von hinten angreift. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das ist echt krass, dass er ich den mit einer Person pinne. Oder, ja, okay, ein paar mehr. Ein paar mehr schon. Ja, ganz ehrlich, wie hätte er gewinnen können? Ist doch ein bisschen. Die Männer wanken. Ja, das ist schon easy, ne? Ist schon easy. Ich muss mal kurz fliehen, also das ist mir jetzt zu heftig. Das ist mir viel zu heftig, das ist mir viel zu gefährlich. Deswegen werde ich versuchen, hier einen Kessel aufzubauen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay.
Ey, die kommen trotzdem durch. Ach, come on. Oh. Ist doch ein Kack. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ja, natürlich. So. Hä? Ach, das sind noch welche. Hm. So. Einfach stumpf drauf. Es wird schon. Die wacken ja eh schon. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ja. Das ist doch wurscht. Gut. Interessant. 2-8, 2-2. Ja. Der war ganz in Ordnung, aber der Rest war. Ja, der mit 48 hat am meisten gekillt von allen anderen. Das ist halt, ja. Nee, das. Aber, ja, das war eine schlechte Armee. Die gute Armee haben wir ja schon von ihm kennengelernt. Oh, der tut mir echt leid. Und die haben wir ja schon kennengelernt. Das war ja der Untergang der 500 Ersten. Aber das, da habe ich mich auch, glaube ich, ziemlich blöd angestellt. Kann das sein? Oder meine Einheiten? Mm, ja, meine Einheiten haben sich blöd angestellt. Ich nicht. Mm-mm. Oh je. So, wir sind schon bei einer halben Stunde. Echt jetzt? Wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde. Das geht so schnell. So schnell. So, den ganzen Stiefel werden wir jetzt. Triumph. Ja. Militärstörung, Agent erholt. Warnungsschutz verfällt. Ach, schon wieder. Ja, dann. Hä? Achso. Oh, Entschuldigung. Das war der falsche. Ja, lassen wir frei. Das ist gut. Militärtradition ist immer gut. Vor allem hier beim Konsul. Unbezwingbare Infanterie klingt doch mal super. Oh, für leichte Kavallerie habe ich jetzt eigentlich nicht mehr. Wagemut. Kampagnenreichweite. Drückt vorwärts. Okay, dann drücken wir mal vorwärts. So, ja, dann holen wir uns mal das wieder zurück. Das ist total easy peasy. Was hat er denn hier wieder gemacht, ne? Das ist doch blöd. Das ist doch alles nur Blödsinn, was er hier macht. Hier öffentliche Ordnung. Ja, nee. Futter, Money, Wachstum. So. So, was machen wir mit euch da oben? Bisschen Fernkämpfer. Schaden nicht. So. Und dann würde ich sagen, holen wir uns nächste Runde die wieder zurück. Und die geht jetzt gestärkt wieder Richtung
Neapolis und dann greifen wir mit Neapolis, nee, greifen wir mit der, mit dem Ende und mit der 500 ersten Neapolis an, während wir mit der, mit dem Wolfpack und der Queen Legion hier den Stiefel platt machen. Gut, also ich schätze mal, wir brauchen nicht mehr sehr lange. Wir brauchen. Ja, das da. Ach man, ja, wow. Okay, ja. Mal schauen, wie wir. Also, wenn wir hier den Stiefel haben, mal schauen, wie wir das mit den oben machen, weil rein theoretisch müssen wir die oben dann auch besiegen. Aber. Also, um wirklich den militärischen Sieg zu bekommen. Aber mal schauen, das. Ja, ist halt Hälfte unser Klientelkönigtum. Dann die da sind unsere defensiven Verbündeten. Naja, das schauen wir dann. Gut, habt noch einen wunderschönen Samstag und schönes Wochenende. Und ja, hoffentlich hat es euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye.